Heino und seine Hannelore 82, ihre berührende Liebesgeschichte. Heino und seine Hannelore 82, waren 44 Jahre miteinander verheiratet und verbrachten kaum einen Tag getrennt voneinander. Im November 2023 mussten sie sich aber für immer verabschieden. Heino und seine Hannelore 82, keiner glaubte an ihre Liebe. Zwei Jahre, länger gab man den beiden nicht. Sogar einige gute Bekannte von Heino, 85, und Hannelore 82, glaubten, diese Liebe sei nur ein Strohfeuer. Schließlich waren beide noch verheiratet, als sie sich 1972 bei der Wahl zur Miss Austria begegneten. Unglücklich zwar, aber meistens ist der nächste Partner nach einer Heino und Hannelore 82, langen Beziehung ohnehin nur ein kurzes Abenteuer. Beide reichten die Scheidung ein, waren sofort ein festes Paar, und sie zogen zusammen. Gemeinsam betrieben sie ein Café in Bad Münstereifel. Sie hatten 51 gemeinsame Jahre. 44 davon waren sie verheiratet. Im November 2023 ist seine Hannelore gestorben. Heino und seine Hannelore 82, niemals ging er ohne ein Küsschen. Es war eine ganz besondere Liebe, denn sie bildeten eins dieser Paare, von denen man sagt, die zwei haben sich gesucht und gefunden. Seit unserer Hochzeit waren wir nicht einen einzigen Tag getrennt, verriet Heino einst. Wenn er doch mal ohne sie für einen Abend bei einem Auftritt war, klingelte ständig sein Handy, Hannelore wollte immer wissen, wie es ihm geht. In der Talkshow Riverboat, MDR, verriet der Sänger im vergangenen Jahr lachend: Mein Team hat das manchmal ganz verrückt gemacht. Jeden einzelnen Tag seien sie ineinander verliebt gewesen, sie verabschiedeten sich niemals ohne ein Küsschen, strahlte er. Und schob eine wunderschöne Liebeserklärung hinterher, ohne meine Hannelore bin ich nur ein halber Mensch. Plötzlich war diese Hälfte für immer weg. Und das Schlimmste, Heino konnte sich gar nicht richtig von ihr verabschieden. Heino und seine Hannelore 82, so schnell es ging, eilte er zu ihr nach Hause. Die ehemalige Sängerin und Schauspielerin fühlte sich zwar schon die Tage und Wochen vor ihrem Tod nicht gut, aber dass es so schnell gehen würde, konnte niemand ahnen. Heino befand sich gerade in Berlin für die Aufzeichnung einer TV-Show, als er die Nachricht erhielt, dass es sehr schlecht um Hannelore stehen würde. Er brach die Produktion ab und eilte umgehend zu ihr nach Kitzbühel. Doch es war zu spät, sie hatte einen plötzlichen Herzstillstand erlitten und war gestorben. Erst eine Woche später war Heino bereit, die Öffentlichkeit von dieser schrecklichen Nachricht in Kenntnis zu setzen. Früher einmal sagte er, dass er hoffe, vor ihr von dieser Welt zu gehen. Er habe sich wohl jemals vorstellen können, eines Tages ohne sie zu leben. Heino und seine Hannelore 82, so oft es geht möchte er zu Hannelores Grab. Aber das muss er nun. Er ist weiterhin in dem urigen Haus in Kitzbühel, das sie zusammen bewohnten und sich erst 2022 so gemütlich eingerichtet hatten. Hier wollten sie noch viele schöne Jahre verbringen und die gute, klare Bergluft genießen. Am Rande des Wiener Opernballs im Februar, sein erster größerer Termin seit der Beerdigung, wollte natürlich jeder wissen, wie es ihm geht. Es sieht dunkel aus in meinem Herzen, sagte der Sänger traurig, wenn ich ehrlich bin, geht es mir nicht so gut. Da waren auch erst 3 Monate vergangen, ein kleines bisschen kann Heino inzwischen nach vorne schauen. Er besucht regelmäßig den Friedhof, um seiner Hannelore ganz nah zu sein. Am vergangenen Hochzeitstag im April legte er 45 Rosen auf ihr Grab. Für jedes Ehejahr bekommt sie eine Blume, so wie er es immer schon gemacht hat. Diese wunderschöne Tradition wird er nicht sterben lassen.
Dieser Artikel erschien zuerst in der Printausgabe von Frau mit Herz. Weitere spannende Star-News liest du in der aktuellen Frau mit Herz. Minus. Jeden Samstag neu am Kiosk.